Fige-Holstein, Sie übernehmen jetzt beim EHC Kloten nach dem Abstieg samt als Sportchef. Warum ist jetzt der Zeitpunkt für Sie, das Amt zu übernehmen? Ja, man hat die Klubleitung schon mich angetreten und ich habe gesagt, ja, ich bin bereit, das zu machen. Und das war eine relativ kurze Sache und ich habe da nicht lange gezögert. In dieser Situation jetzt ist klar, dass man da helfen kann. Es ist eine schwierige Situation, Sie haben eine wichtige Position in dieser ganzen Geschichte. Was sind jetzt die ersten Schritte, die Ihnen bei Ihnen ganz oben auf der To-Do-Liste stehen? Also wie gesagt, wir haben gestern, es ist erst ein paar Stunden her, als wir abgestiegen sind. Wir haben ein paar, sicher die ein oder andere Gespräche schon mal geführt. Wichtig ist, dass wir Keyplayers können, sofort kontaktieren, mit ihnen Situationen erklären, wie es aussieht. Trainer selbstverständlich auch. Und das sind jetzt sicher die, wo wir, die Situation, die wir jetzt haben, wird, ist eine richtig grosse Herausforderung für uns in den nächsten 14 Tagen. Das wird nicht so einfach werden. Sie haben gesagt, Sie wollen mit dem anderen Rötli weiterfahren. Warum ist er der Richtige und wie steht das Signal von seiner Seite? Ja, er für mich, ich kenne den anderen Rötli als Spieler, als Gegenspieler. Ich habe mit ihm zusammen 2 Jahre Elite gemacht und er hat das bewiesen, dass er ein fähiger Mann ist. Auch ein Nationalclub. Also, Führer hat er super gemacht und ich bin überzeugt von seinen Fähigkeiten. Und, wir haben heute Morgen miteinander sicher mal über das geredet. Und das, ja, wir sind beide eigentlich guten Mutes. Sie haben das Kader, also eigentlich kein Kader, Sie übernehmen das weißes Blatt. Wie soll das Gesicht aussehen von dem Kader, das Sie jetzt zusammenstellen für die Swiss League-Saison? Ja, das ist, wie vorher schon gesagt, eine grosse Herausforderung, aber ich glaube, wir werden versuchen, dass wir die Grosse auf der Mannschaft können versuchen zusammenzuhalten und das wäre sicher ein Vorteil. Dann sicher 2 gute Ausländer noch holen und natürlich selbstverständlich haben wir doch gute Nachwuchsarbeit im Kloten immer gemacht und wir haben doch einige junge, sehr gute, talentierte Spieler, wo ich sicher denke, der eine oder andere wird da fix dabei sein. Sie sagen jetzt mit den Young Flyers und auch der Zusammenarbeit vom EHC Winterthur hat es viele junge Perspektivenspieler. Wie viel denken Sie, schaffen da den Sprung ins Kader? Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen, aber ich denke, zwischen 5 und 6, 7 Spielern wird sicher sein, die bei uns eingesetzt werden können. Sie haben die Ausländer angesprochen. Das werden wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Ausländer sein, wie das Jahr für Kloten auf dem Eis gestanden sind. Ja, das kann ich jetzt noch nicht mit 100%iger Sicherheit verneinen oder bejahen, aber ich glaube, wir werden ziemlich sicher sein, mit 2 neuen Ausländern gehen. Keyplayers, Schweizer Spieler haben Sie auch angesprochen. Gibt es da Spieler, die Priorität haben jetzt in dieser ganzen Verhandlungssache? Ja, egal in welcher Liga es ist. Ich denke, mit den Leitern der Mannschaft muss man sicher relativ schnell ein Gespräch suchen und versuchen, die an Bord zu nehmen. Hat es da letzte Nacht schon Gespräche gegeben? Hat es gegeben, ja. Letzte Nacht schon. Und wie sehen die Signale aus von Spielerseite? Ja, gestern sind wir natürlich alle zusammen riesen enttäuscht. Es ist klar, sie haben dort vielleicht mehr tröstende Worte gesucht. Auch. Und, aber doch auch, dass sie merken, dass es weitergeht in Kloten und dass wir relativ schnell wieder den Aufstieg in Angriff nehmen.